Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Path of Titans Video mit einem neuen Dinosaurier, wie ihr schon sehen könnt, nämlich dem Iguanodon, der echt cool aussieht. Also gefällt mir optisch richtig, richtig gut. Besonders hier vorne die Klaue, die er da an der Pfote hat. Mit der kann er auch zustechen und hacken. Also genau mein Ding. Und er kann auch noch mit dem Schweif zuhauen. Das sind die zwei Attacken, die er hat. Und kommen wir gleich mal zum Hinlegen. Ist hier gerade so schön gemütlich an diesem Tümpel. So sieht das Sitzen aus. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Das sieht cool aus. Und das Hinlegen ist etwas weird. Muss ich sagen. Wenn ihr mal auf die Vorderbeine achtet, seht ihr das? Das sieht schon sehr, sehr seltsam aus. Hier die Schulter ist total eingeknickt. Und auch hier vorne, das ist total seltsam geknickt. Also, das gefällt mir überhaupt nicht. Nee. Also die Hinlegeanimation. Das sieht sehr unbequem aus. Ich glaube, diese Stellung, da könnte kein normales Tier oder Lebewesen mit schlafen. Da hoffe ich mir, dass die nochmal ein bisschen überarbeitet wird. Die Sitzenanimation hingegen finde ich ganz cool. Aber jetzt kommen wir erstmal zu den Schreien. Da haben wir einmal den Einsag-Call, also den Broadcast. Den finde ich richtig cool vom Sound. Der hat so ein richtig dumpfes Tröten am Ende noch. Hört nochmal hin. Ich mach's nochmal. Das ist echt cool, gefällt mir, ja. Dann haben wir den Zweier-Call. Den Dreier, also den aggressiven. Der gefällt mir auch richtig gut. Den macht man dann, bevor man zack macht. Und dann war es das mit dem Gegner. Dann haben wir den Vierer-Call. Das ist einfach so ein kleiner Schrei nach oben. Den Fünfer-Call. Einmal schütteln. Das kennen wir ja schon. Habe ich ja schon oft gelobt, finde ich sehr, sehr cool, dass es solche Animationen dann auch noch gibt. Das macht die Dinosaurier viel lebendiger. Dann haben wir den Sechser-Call. Das ist einmal umschauen. Kennen wir auch schon von anderen Dinosauriern. Der Siebener ist einmal strecken. Bein nach hinten. Einmal dehnen. Nach der Liegeposition sollte man das auch tun, glaube ich. Ansonsten kugelt man sich ganz schnell die Schulter aus. So, dann haben wir noch den Achter. Ne, den gibt es nicht mehr und den Neuner gibt es auch nicht. Den F-Call haben wir noch. Das ist auch einfach ein bisschen reden. Und ja, das waren die Schreie. Schwimmen kann er auch relativ gut, glaube ich. Also im Wasser ist er auch sehr, sehr schnell unterwegs. Einziger Nachteil, den ich bis jetzt festgestellt habe, ist, dass er relativ schnell seine Ausdauer verliert. Dafür ist er halt im Wasser schnell unterwegs und auch am Land. Also der kurze Sprint ist wirklich ein Vorteil von dem Iguanodon. Und ich finde auch die Sprintenanimation sehr cool. Wenn wir gleich mal auf dem offenen Feld sind, zeige ich euch die nochmal ein bisschen genauer. Ich denke mal, das hier reicht als offene Fläche. Sprinten wir mal ein bisschen. Und dann könnt ihr es sehen mit den Vorderpfoten. Geht halt immer so ein bisschen nach. Oh. Ja, fliegen kann er auch. Geht immer so ein bisschen nach vorne. Das finde ich ganz cool. Bisschen schwer zu zeigen. Aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Dann sieht das, glaube ich, ganz gut. So. Dann kann er natürlich auch noch normal gehen. Das finde ich auch sehr schick. Und er kann natürlich auch wieder Precise Movement anwenden. Was im Kampf natürlich super praktisch ist, um dann die Kralle zu versenken. Ihr werdet mich, beziehungsweise Blue Suche und mich, gleich auch noch im Kampf sehen am Ende des Videos. Also bleibt auf jeden Fall dran, wenn ihr den Iguanodon in Action sehen wollt. Weil mit dieser Kralle kann man ordentlich Blutungsschaden machen. Das ist ziemlich cool. Aber jetzt kommen wir gleich zu den Skins. Aber bevor wir dazu kommen, verrate ich euch nochmal ganz kurz die anderen Sachen, die sich noch geändert haben mit dem Update. Nämlich ist es jetzt so, dass wenn Fleischfresser Fleisch von Kadavern essen, dass da wirklich auch Fleischbrocken rausgerissen werden und aufgeschluckt werden. Nicht, dass einfach nur der Mund bewegt wird und nichts geschluckt wird. Also da sieht man jetzt wirklich auch die Meat Chunks, die dann verspeist werden. Und zusätzlich noch zu diesen Meat Chunks, die man ja auch rausreißen kann und tragen kann. Da war es ja immer so, wenn man den Mund hatte, konnte man nicht mehr zubeißen. Jetzt wurde es so geändert, dass sobald man angreift, dass er das Fleischstück, was er dann im Mund hat, fallen lässt und dann direkt zuschnappen kann und wieder kampfbereit ist. Und die nächste Änderung ist auch wieder total übergreifend mit dem Punkt davor. Denn es ist so, dass diese Fleischstücke, sobald man die fallen lässt, sonst wurden die immer auf den Boden teleportiert. Jetzt fallen die wirklich in der Animation auf den Boden runter. Und als letzter erwähnenswerter Punkt wurde auch noch das Stegosaurus-Modell geändert. Das zeige ich euch dann gleich auch noch in der Charakter Creation.
Ansonsten wurden nur Chat-Befehle hinzugefügt und ein paar weitere Chat-Funktionen. Das ist jetzt nicht ganz so wichtig, das könnt ihr dann ja auch selber nachlesen, wenn ihr daran interessiert seid. Aber jetzt gehen wir erstmal zu den Skins über. Und da fangen wir einmal mit dem Standard-Skin an. Der sieht so aus, relativ schlicht, aber den kann man sehr, sehr gut anpassen. Den hatte ich gerade tatsächlich auch verwendet, nämlich in diesem Blau und mit den Streifen hier. Sieht dann schon komplett anders aus. Den kann man farblich auch grün machen, rot. Also da kann man sich wirklich austoben, aber das kennt ihr ja schon. Müsst ihr dann mal selber in-game ausprobieren. Das werden wir jetzt nicht alles durchgehen. Wir gehen nämlich jetzt zum nächsten Skin über. Das ist der Barrett-Skin. So ein bisschen rötlich-weiß und ein gestreifter Schwanz. Finde ich relativ langweilig. Da ist der nächste Skin schon um einiges ansprechender, nämlich der Becker-Skin. Den finde ich richtig cool. Mit diesem knalligen Orange. Und auch hier den Streifen und den schwarzen Beinen. Der sieht richtig nice aus. Der nächste Skin ist der Blue-Nose-Skin. Ja, der Name kommt logischerweise von der blauen Nase hier vorne. Finde ich auch ganz cool. Den kann man auch wieder sehr gut anpassen. Ich glaube, alle Skins für den Iguanodon kann man richtig gut anpassen. Aber wir gehen zum nächsten Skin. Das ist nämlich der Blue-Rawn-Skin. Falls ihr euch erinnert, ich hatte bei Planet Zoo mal eine Mod vorgestellt von dem Blue Rawn Wallach. Vielleicht kommt das von dem. Das ist von dieser Pferdeart, dieser Skin. Der war ja auch so ein bisschen dunkelblau, gräulich. Und der Skin ist es ja auch. Schön, dass jetzt Nebel kommt. Der nächste Skin ist der Lamp Skin. Der sieht so aus. Ich hoffe, ihr könnt es noch einigermaßen erkennen mit dem Nebel. So, ich habe mal den Nebel kurz abgewartet, dann können wir nochmal vernünftig gucken. Den Skin hatte ich euch ja gerade schon so ein bisschen gezeigt und dann wird es nebelig. Der ist halt so blau-grau, wie auch der Mustang. Also ich denke mal, die Farbe kommt auf jeden Fall von dem Pferd. Dann haben wir als nächstes den Lamp-Skin. Den kommt man ja gerade fast gar nicht mehr erkennen im Nebel. Finde ich auch sehr cool. So rötlich mit diesem Blau, was sich bis zum Auge zieht. Einer meiner Favoriten. Und der hier ist auch einer meiner Favoriten-Skins, nämlich der Meadow-Skin. Relativ schlicht, aber trotzdem eine sehr coole Farbvariation. Auch mit den Streifen und Pünktchen hier. Gefällt mir echt gut. Dann haben wir den Sandstone-Skin. Auch relativ schlicht, aber passt sehr gut in eine Wüste, meiner Meinung nach. Also wenn wir eine Wüstenmap haben, Top-Skin dafür. Der ist auch sehr gut getarnt, denke ich. Und dann haben wir als nächstes hier einen sehr bunten Skin. Nämlich den Variegated-Skin. Finde ich persönlich schon ein bisschen zu farbenfroh und bunt. Aber da kann man sicherlich auch noch einiges machen mit der Farbanpassung. Und zu guter Letzt haben wir dann noch einmal Malanistisch oder Melanistisch heißt es ja. Also die schwarze Variante. Und den Albino. Die dürfen natürlich beide nicht fehlen. Und die verschiedenen Unterarten will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Da haben wir einmal den, ich spreche es lieber nicht aus. Ihr seht es ja, was hier steht. Ja. Das ist der, den wir gerade, glaube ich, benutzt hatten. Das ist nämlich der Standard-Iguanodon. Als nächstes haben wir hier diesen hier. Achtet mal ein bisschen darauf, was sich ändert. Der ist auf jeden Fall ein bisschen breiter. Und auch der Kopf und der Körper ändert sich so ein bisschen. Der hat dann auch andere Werte. Der hat hier zum Beispiel ein bisschen mehr Verteidigung und weniger Speed. Das ist, glaube ich, die dickere Variante. Und als nächstes haben wir nochmal das Gegenteil, nämlich die schlankere Variante mit Stacheln so ein bisschen. Und auch einer komplett anderen Körperform. Der hat dann mehr Speed und weniger Defensive. Finde ich sehr passend. Und bevor ich es vergesse, das hier ist das neue Stegosaurus-Modell. Habe ich euch ja gerade schon vorgelesen. Muss ich sagen, finde ich irgendwie, ich weiß nicht, finde ich nicht so cool. Ich bin da eher Fan so von diesem Jurassic Park-Stego. Auch wenn der vielleicht paläontologisch gesehen nicht so ganz korrekt ist, aber den finde ich optisch ein bisschen cooler als das Model hier. Aber mal gucken, ne? Wenn man den mit den Skins und Unterarten noch ein bisschen anpasst, vielleicht sieht er dann auch ganz cool aus. Können wir leider noch nicht ausprobieren, weil der noch nicht spielbar ist. Aber sobald der spielbar sein wird, werden wir das auf jeden Fall tun. Aber Leute, ich hatte es euch versprochen, ihr werdet jetzt noch am Ende Kampfszenen kriegen und zwar mit Bluesucho zusammen. Der Kanal von ihm ist unten in der Videobeschreibung. Falls euch das Video gefallen haben sollte, dann lasst ein Like da. Und ihr bekommt jetzt euer Blut, was ihr euch immer wünscht. Viel Spaß. Hacken oder nicht hacken, ist die Frage. Ich weiß nicht. Will der? Ja. Kommt immer näher.
Deshalb gehen. Jetzt weggehackt. Der blutet. Alter, der Strahl. Das ist halt echt. Hack ihn, er ist in der Bredouille. Pass auf, dass er dich nicht mehr schwankst. Ich weiß, ich hoffe, ich mache mehr Schaden mit meinem Hacker. Geh vor ihn, genau. Boah, der ist schon der low. Ist fast tot. Ja, ich blute aber auch. Ja, ich auch. Alter, wie das Blut aussieht, wenn das da raustropft. Ich hab kaum noch Ausdauer. Der kann aber auch nicht mehr viel haben. Ich habe keine Ausdauer mehr. Kann denn der mehr Ausdauer haben als wir? Ich ist ja gerade erst gespawnt. Der kommt auf mich zu? Der kommt zurück. Ich hab ihn. Nice. Easy game. Das sagt, man sagt das ja anders, außer wenn da Fleischstücke rausreißt, oder? Man kann sogar Fleisch rausreißen.